Ja, willkommen zum neuen Review von uns. Adrian ist heute noch in Regensburg, fährt aber heute wieder zurück. Ja. Wir haben gestern schon einige Reviews gedreht über die Glasschische von Kaya, über den Impera 2.0, über den großen Kohleteller. Jetzt wollen wir das Ganze noch abrunden mit einem Review über den Social Smoke Strawberry Kiwi, genau. Bereitgestellt von Stefan. Vielen, vielen Dank dafür, Stefan. Vielen Dank an dich. Ich zeige einmal kurz den Schnitt. Das hier ist der Shot, den wir bekommen haben. Wir haben jetzt einen Kopf draus gebaut. Vortex Setup mit 4 Lagen Alu, Rundlochung, 3 Bambuchas in der Kaya Q7. Genau. Und Glasschlauch von uns. Genau. Und jetzt kommen wir einmal zum Schnitt. Ich habe ihn ja gerade schon gesehen. Relativ guter Schnitt. Der ist, glaube ich, auch unverändert. Also Stefan hat da... Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist der unverändert. Es sieht so, es geht Richtung Social Smoke. Das, was ich bisher von Social Smoke geraucht habe, sah ungefähr genauso aus. Also so leicht bräunlich, feucht, perfekt für den Kopfbau. Kann man sofort reinschmeißen und loslegen. Geruch. Ja, riecht sehr Strawberry Kiwi-like. Wir haben ja schon, beziehungsweise ich habe schon den Alwaha Strawberry Kiwi. Hast du damals auch probiert? Natürlich. Ja. Strawberry Kiwi haben wir ja geraucht. Ja, riecht genau gleich. Hat noch diese, ich sag jetzt mal, Social Smoke Note, also dieses typisch, ja, ich sag jetzt mal, American Flavor artige. Riecht relativ mild. Gut, möchtest du auch einmal riechen? Ja, also, er riecht schon mild. Also, ist auf jeden Fall gut abgewogen vom Verhältnis her, das. Mhm. Das ist. Hat auch diese säuerliche Note von der Kiwi, ja, wieder. Ich finde, du. Ich glaube, die Kiwi war das, weil ich habe ihn ja schon mal probiert. Ja. Ich glaube, die Kiwi war es, die im Nachgeschmack erst rauskommt. Ja. Schon, gell? Das ist auch dieses säuerliche, das dann kommt. Ja. Aber es ist nicht schlecht. Ja. Also, gefällt mir auch richtig gut. Hat halt dieses cremige Social Smoke typische, sage ich mal. Und das wir bei den Sorten, das ich habe ja damals auch diesen Voltage geraucht. Wenn du dich erinnern kannst, das schon eine Weile her, aber es, der war ja auch so leicht cremig immer noch ein bisschen. Und das hat der halt auch. Typische Social Smoke. Die von der Rauchqualität her ist es auch sehr, sehr gut. Schön dicke weiße Wolken. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und ich finde, wie gesagt, das ist ein geiler Sommertabak. Einfach weil der so, der ist fruchtig und trotzdem so ein bisschen säurehaltig. Macht Spaß zu rauchen. Ich glaube, der taugt euch. Probiert das mal aus. Ist zwar relativ teuer, Social Smoke. Ich glaube 28,90. 28,50 für 250 Gramm, glaube ich. Irgendwie sowas. Also um die 28, 29 rum. Ja. Und hat damit, ist schon relativ teuer für 200 Gramm oder 250 Gramm. 250 Gramm. Aber ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert, gerade bei den gängigen Sorten, die eben recht gut sind von Social Smoke. Muss ich sagen, kann man sich das mal gönnen. Auf Dauer ist das natürlich ein teurer Spaß, aber wer darauf steht, auch mal was Edles zu rauchen, kann da auch gerne mal zugreifen. Und in dem Sinne, Punktevergabe. Wollte ich mir den Rauch mal kurz zeigen, weil der hält sich nämlich extrem lang, der Rauch. Also ihr seht, das ist relativ dicht, der Rauch. Raucht richtig, richtig gut. Ohne Anfeuchten, direkt rein in die Pfeife. Geschmacklich kommt es, wie gesagt, dieses Erdbeerige kommt sofort mit. Das Kiwi, wie der Michi gerade schon gesagt hat, so im Nachgeschmack legt es sich dann ab. Nicht zu her. Ich finde ihn aber... im Vergleich zum Alwaha ist nicht so viel Unterschied. Er ist etwas cremiger. Hat die Kiwi kommt noch mehr durch als beim Alwaha. Aber ich finde jetzt, riesiger Unterschied ist nicht. Es geht beides die gleiche Richtung. Ja, der große Unterschied ist der Preis. Ja, der große Unterschied ist der Preis.
15 Euro für 50 Gramm mehr. Also am besten einfach mal ausprobieren und selbst entscheiden, ja, was einem besser schmeckt. Die Rauchqualität ist halt schon bombastisch. Die ist halt einfach besser. Ja. Aber irgendwo muss der Preis auch gerechtfertigt sein. Ja. Und Punktevergabe. Punktevergabe, genau. Von 15 Punkten gebe ich 12. Schön ausgeglichener Tabak. Preis-Leistung drückt bei mir immer ein bisschen die Punkte. Da achte ich immer sehr drauf. Und ja, also 12 Punkte einfach, weil ich das, also der Albaha Kiwi hat auch nicht, Strawberry Kiwi hat bei mir auch nicht mehr Punkte bekommen, einfach. Ja. Also ich gebe ihm einen weniger, 11 Punkte, ja, weil er eben doch so teuer ist. Also, das schmeckt aber gut. Also gut. Ja, um Gottes Willen, der schmeckt ja auch gut, ja, aber. Er ist auch teuer einfach. Muss man sich leisten wollen. Muss man sich leisten wollen. Vielen Dank an den Stefan. Vielen Dank und liebe Grüße an dich, dass wir das testen durften. Jo, schöne Grüße noch an den Andi Lux. Genau, Andi Lux, haben wir gerade drüber geredet. Dann grüße ich noch ein paar Ingolstädter, Thomas, Felix und David. Nochmal Grüße an euch raus. Und natürlich wieder mal an Finn und Michi in Hamburg, die habe ich schon länger nicht mehr gegrüßt, Jungs. Mal wieder Eskalation demnächst, hoffentlich. In dem Sinne, möchtest du noch jemanden grüßen? Hast du noch jemanden, der gegrüßt wird? Ich habe so viele. Ich habe so viele. Dann hast du jetzt Zeit. Ich grüße mal den Leo. Genau. Leo. Der Leo, der hat die Rennfahrer. Dann den Dani. Ja. Lass uns bei denen sagen, Udo noch dazu, natürlich. Udo. Mr. So, mal wieder rauchen zusammen, Alter. Ja. Langes her. Ja. Kalle, Dominik. Fällt mir noch ein. Sergio, grüß dich. Eggshock Beats, Ekrem. Schaut mal auf die Seite von Booyakasche. Booyakasche. Und ja, in dem Sinne, das war's. Closing. Jo. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Happy Schmückering. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Review. Adios. Adios. Ciao.